dir hier so zwei Haarbüschel, ja, und auf dem restlichen Kopf nichts. Wann ihr definitiv keine Haartransplantation machen solltet, weil dann werdet ihr es garantiert bereuen. Ein Norwood 5 kann nur ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen. Nur behindert, wie schlecht man halt aufgeklärt wird. Da sagt der Arzt mir danach, ja, da müssen Sie eben Ihre Haare länger tragen. Hart, oder? Worum geht's? 20 Jahre alt, hatte eine Haartransplantation. Hat nur Geheimratsecken gehabt. Spenderbereich wurde komplett zerstört, da zu dicht entnommen wurde. Er hat Löcher im Spender. Die Haare wurden schlecht gesetzt, sodass sie wieder entfernt werden mussten. Und Geld wurde an dieser Stelle verschwendet. Keiner hört irgendwas davon. Ich bekomme das mit, aber sonst niemand, Leute. Warum? Weil ins Internet stellen sich nur die Leute, die mit ihrem Ergebnis zufrieden sind und die jetzt Patienten an die Kliniken vermitteln können, da die Zuschauer jetzt denken, wow, wenn ich da hingehe, bekomme ich das gleiche Ergebnis. Aber oftmals ist es leider nicht so. Es gibt mindestens genauso viele Fälle von Menschen, die jetzt entstellt sind, wie diejenigen, bei denen es gut gelaufen sind. Nur die melden sich nicht zu Wort. Ja, sie sind entstellt. Sie hatten vorher schon kein Selbstbewusstsein, da sie Haarausfall hatten und jetzt sind sie auch noch entstellt. Und Leute, ich möchte nicht wissen, wie das ist. Ich weiß genau, wie schlimm Haarausfall war. Es war eine Zeit, an die ich mich nur ungern zurückerinnern möchte. Und dann noch entstellt zu sein, ich glaube, ja, ihr könnt euch vorstellen, es ist mega heftig. Und heute möchte ich euch verraten, wann ihr definitiv keine Haartransplantation machen solltet, weil dann werdet ihr es garantiert bereuen. Punkt Nummer 1, wann ihr definitiv eine Haartransplantation bereuen werdet, ist, wenn ihr unter 27 seid. Jetzt sagen viele, was? Bullshit. Wie viele Leute kennt ihr, die unter 27 sind und deren Haarstatus stabil ist? Heißt, die Haare nicht weiter ausfallen? Ich kenne niemanden. Im Alter von 27 ist fast bei niemandem der Haarstatus stabil. Heißt, der Verlauf seiner Haartransplantation ist auch nicht absehbar. Heißt, alles in allem, dann auf jeden Fall keine Haartransplantation machen. Jetzt gehen wir zu Punkt 2 über. Das ist auch mit der wichtigste Punkt. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich nochmal Werbung machen für ein Produkt. Und zwar für das Hyaluronserum von Bionobel. Das ist ein Serum, das für die Haut gedacht ist. Es spendet enorm viel Feuchtigkeit, hat einen Anti-Aging-Effekt, verbessert Pigmentflecken, verbessert Falten. Ist ein mega geiles Produkt, das ich mittlerweile in meine Daily-Hautpflege eingebaut habe. Das ist meine Flasche, Leute. Wie funktioniert das? Das ist so eine kleine Glasflasche. Na, Moment. Da ist eine Pipette drin, so, und mit der Pipette geht ihr rein, saugt da ein bisschen Flüssigkeit auf. Oh, ich sehe gerade, meine Flasche ist fast leer, ist nichts mehr drin. Gut, aber hat noch ein bisschen gereicht. So, dann haben wir hier Flüssigkeit, das geben wir auf den Finger. So, ihr seht, die Konsistenz ist perfekt und das wird dann einfach in die Hände zuerst und dann ins Gesicht aufgerieben. Es spendet sofort Feuchtigkeit. Ihr merkt das direkt, zum Beispiel, wenn ihr nach dem Duschen rauskommt und eure Haut spannt und ihr macht das drauf, dass die Spannung sofort weg ist. Es sieht alles in allem besser aus und langfristig wirkt es präventiv gegen Anti-Aging. Könnt ihr auf Amazon bestellen, Leute. Ich verlinke euch das Produkt hier unter dem Video. Ist echt ein mega hilfreiches Produkt, Leute. Checkt es einfach mal ab. Und wir machen an dieser Stelle weiter mit Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 2 lautet... Und bei Punkt Nummer 2 geht es darum, dass der Haarstatus nicht stabil ist. Das hatten wir in Punkt Nummer 1 gehabt. Wenn eure Haare weiter ausfallen und ihr macht eine Haartransplantation, dann ist das grob fahrlässig gegenüber euch selbst. Warum, Leute? Stellt euch einfach mal folgendes Szenario vor. Ihr habt jetzt eine Haartransplantation gehabt, weil euch eure Geheimratsecken gestört haben. Euer Haarstatus ist nicht stabil, die Haare fallen weiter aus. Was passiert? Die Haare an den Geheimratsecken, die verpflanzt wurden, die fallen nicht mehr aus. Aber die restlichen Haare fallen aus und im Worst Case habt ihr hier so zwei Haarbüschel, ja, und auf dem restlichen Kopf nichts. Heißt, ihr müsst langfristig planen, ihr müsst gucken, ist euer Haarstatus stabil? Falls nicht, müsst ihr absehen können, wo es hingeht. Falls das auch nicht möglich ist, macht ihr keine Haartransplantation. Wenn euer Haarstatus stabil ist, könnt ihr eine Haartransplantation machen, wenn Punkt 3 noch erfüllt ist, dazu kommen wir gleich. Und ihr könnt auch eine Haartransplantation machen, wenn ihr genau wisst, okay, da und dahin geht mein Haarausfall und ich habe noch genug Haare im Spenderhaar, mit denen ich eine zweite oder vielleicht sogar dritte Haartransplantation machen kann. Ganz klar ist, wenn euer Haarstatus nicht stabil ist, kommt ihr mit einer Haartransplantation auf keinen Fall klar. Wenn ihr Glück habt, kommt ihr mit zwei klar, vielleicht braucht ihr drei und dann ist natürlich die Frage,
haben wir genug Spenderhaar? Lasst uns gar keine Zeit verlieren und gehen wir gleich über zu Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist ein extrem wichtiger Punkt, Leute. Und zwar sehe ich ganz, ganz viele Leute, die eine Haartransplantation bekommen, die eigentlich gar nicht geeignet dafür sind. Norwood 6 oder 7. Ich versuche das Ganze mal hier einzublenden. Checkt es mal ab. Norwood 6 oder 7. Das heißt, wenn ihr schon oben fast keine Haare mehr habt und ihr versucht dann mit den Haaren, die ihr im Spenderbereich habt, das ist dieser Kranz hier, Leute, das oben aufzufüllen. Es ist ja von vornherein klar, dass das nur in ganz, ganz wenigen Fällen möglich ist. Ein Norwood 7 kann eigentlich gar keine zufriedenstellende Haartransplantation bekommen. Und ein Norwood 6 kann in der Regel auch kein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen. Selbst ein Norwood 5 kann nur ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen, wenn er optimale Bedingungen hat. Zum Beispiel der Haut- und Haarkontrast optimal ist, die Haarstruktur perfekt ist, ja, die Haardicke perfekt ist und das transplantierende Team weiß, worauf es jetzt ankommt, was meistens nicht der Fall ist, dann kann man wirklich aus dem Norwood 5 nochmal was Gutes rausholen. Wahrscheinlich braucht man dafür sogar Body Hair Grafts. Richtig gehört? Körperhaare, um dann nochmal hinten zu verdichten. Vorne an die Haarlinie, habe ich auch schon gesehen, niemals Body Hair Grafts sitzen. Macht man nicht. Manche Kliniken machen das und dann sehe ich wieder, Leute, es geht nur noch um Geld, um Profit, um Geld, um Profit, um Geld, um Profit, um nichts anderes. Es geht nur noch um Geld. Sie wollen aus den verzweifelten Menschen das Geld rausquetschen. Ja, rausquetschen, nichts anderes. Ihr geht dahin, sie sagen zu euch, ja, ja, sehr gut, machen wir, machen wir, machen wir. Und Leute, am Ende kommt dabei nichts rum, gar nichts. Heißt, wir fassen nochmal zusammen, ganz wichtig, Leute, ganz wichtig. Seid ihr unter 27, dürft ihr nur bedingt eine Haartransplantation machen. Ist euer Haarstatus nicht stabil, macht ihr am besten gar keine. Wisst ihr nicht, wo euer Haarausfall hingeht, dann macht ihr erst recht keine. Heißt, wenn euer Haarausfall nicht gestoppt ist, aber ihr wisst, wohin es geht, überlegt ihr euch ganz genau, auf was ihr euch da einlässt. Es ist mega, mega gefährlich, da eine Haartransplantation zu machen. Ganz wichtig, wie sieht mein Spender aus? Wohin geht mein Haarausfall? Leute, das müsst ihr verstehen. Ihr werdet es hinterher bereuen. Ich weiß, wie schlimm Haarausfall ist. Ihr macht ja die Haartransplantation nur, weil ihr keinen Bock mehr habt auf das geringe Selbstbewusstsein wegen den ausfallenden Haaren, weil ihr keinen Bock mehr drauf habt, nicht das Optimum aus euch rausholen zu können. Deswegen macht ihr die Haartransplantation, weil ihr einen seelischen Schmerz habt. Aber der seelische Schmerz wird um ein Vielfaches größer, wenn ihr hinterher entstellt seid. Deswegen überlegt es euch lieber 10-mal, bevor ihr eine Haartransplantation macht. Und als dritten Punkt, wenn ihr Norwood 6 oder 7 seid und ihr wollt wieder ein dichtes Ergebnis haben, dass das nicht geht, Leute, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Es machen trotzdem viele aus dem Frust heraus. Und diese Leute werden, wie ich bereits gesagt habe, ausgequetscht. Aus ihnen wird das Geld rausgequetscht. Die Kliniken wissen, er wird nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis, weil sie machen es trotzdem. Sie machen es trotzdem, Leute. Und das sind nur 3 Punkte. Es gibt noch viele weitere Punkte. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr zu einer dieser 3 Kategorien gehört, solltet ihr keine Haartransplantation machen, um sicher zu gehen. Und wenn ihr unbedingt eine machen wollt, dann informiert euch vorher sehr, sehr gut, Leute. Weil ich möchte so eine Nachricht nicht lesen. Und ich möchte so eine Nachricht auch nicht um 7.30 Uhr morgens lesen, weil dann fängt mein Tag scheiße an. Aber das war jetzt nochmal gut. Das hat mich getriggert, dieses Video zu machen, Leute. An dieser Stelle, Leute, ich weiß, wie schmerzhaft Haarausfall ist. Ich leide seit 10 Jahren an Haarausfall und ich habe alles durchgemacht. Isolation, Einsamkeit, niedriges Selbstbewusstsein, emotionaler Schmerz und vieles, vieles mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, ist es eigentlich egal, weil ihr müsst das Video schauen, bevor ihr eine Haartransplantation macht. Dieses Video wird wahrscheinlich extrem viele Menschen davor bewahren, entstellt zu sein nach einer Haartransplantation. Leute, denkt dran, einmal hier unter dem Video auf den roten Abonnieren-Button klicken, den Kanal abonnieren. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr denkt, okay, das Video war wirklich hilfreich und nützlich. Und ich würde mich auch freuen, wenn du deine Meinung zu der ganzen Sache mal hier in den Kommentaren unten teilen würdest. Weil mich interessiert immer, was denken die anderen. Denn das, was ich denke, unterscheidet sich immer maßgeblich davon, was andere denken. Und deswegen ist mir die Meinung von den anderen Menschen, von dir zum Beispiel, der das Video jetzt gerade schaut, mega, mega wichtig. So, das war's dann. Wir sehen uns dann die nächsten Tage mit einem neuen Video wieder. Bis dahin. Ciao.